Und sie finden Wasser, kühles, frisches Wasser, das ihren Durst stillt. Alle trinken sich satt, Kinder, Frauen und Männer und auch alle Tiere. Und als sie endlich genug haben, da füllen sie auch ihre Krüge. Das Wasser plätschert nur so in die Behälter hinein. Tagelang sind die Israeliten unterwegs, ohne jemanden zu treffen. Doch eines Tages ruft Benjamin ganz aufgeregt: Schaut mal, da hinten, was ist das? Da sehen auch die anderen Schatten in der Ferne. Es ist eine Karawane mit vielen Kaufleuten, die Kamele führen. Diese Kaufleute sind Fremde aus fernen Ländern im Osten, die von Land zu Land ziehen, um ihre Ware zu verkaufen. Nach vielen Wochen und Monaten der Wanderung kommen die Israeliten an den Berg Sinai. Hier an diesem Berg wird Großes geschehen, sagt Mose zum Volk. Gott wird zu uns kommen. Die Israeliten bauen ihr Lager auf. Gott beauftragt Mose, alleine auf den Berg zu steigen. Da plötzlich donnert und blitzt es. Der ganze Berg bebt.